Da sind wir wieder zu einem neuen Part von We Were Here Forever and Ever and Ever. Ja, im letzten Part haben der gute Sub und ich, Hallöchen, hier diese wunderschönen Puppen sortiert, dem Widerstand zugeteilt und so weiter. Spielen jetzt die Hymnen des Volkes. Ja. Auf dieser schönen Orgel. Also, ich glaube, Sub kann es ja nicht hören, wenn ich spiele, ne? Nee, ich glaube nicht, nee. Nur das Endstück am Ende höre ich dann. Ah, okay, also da ist doch die Hymne selber, die hier so Die Hymne rumspielt. selber, ja. Okay, gut. Ja, und genau. Diesmal ist aber sehr beschwert. Ich muss die ganze Zeit nachdenken. Er muss nur meine Befehle annehmen. Jetzt haben wir es mal andersrum. Genau, jetzt habe ich hier die Notenblätter, die ich dann zuordnen muss und Stuff und Das ist auch ja. nur passiert, weil ich die Position getauscht habe, weil ich das Gefühl hatte, so, wenn ich nach oben gehe, werde ich wahrscheinlich wieder den aktiven Part machen müssen. Hatte ich Ja, schon so hast ungefähr. du einen Tipp, was als nächstes kommen könnte? Ich muss sagen, dass ich, wenn ich mir die Notenblätter anschaue, einen Verdacht habe, aber. Ne, wie gesagt, mehr als diesen abgeschnittenen Text habe ich nicht. Nur das mit Allah und Ida. Ja. Dann glaube ich nämlich, dass hier das Falco-Blatt kommt, weil die beiden Noten hier, die habe ich schon im aktuellen Dings, die werden getauscht. Die Noten habe ich noch nicht an dieser Stelle, die Noten habe ich auch noch nicht an Stellen an dieser Stelle, die wird erst hier zu dieser und das könnte wahrscheinlich das ganz zum Schluss sein, weil dann nur was getauscht wird. Genau, da steht auch, jeder Komponist hat die Hymne nach seinem Geschmack verändert, aber dann stimmt, Ich macht's ja Sinn. glaube, Falco hat nämlich diese Töne hier geändert, weil das einzige, die einzige Änderung ist, die Sinn macht an dieser Stelle, weil die anderen kann ich nicht ändern. Okay. Dann. Das war ein G, das war ein F. Dieses Zwei-Symbol war C, ne? Ja. Und was ist denn die Note für. Das sind so zwei Bälle, wo ein Haken wegkommt, weggeht quasi. Also so ein bisschen wie so eine komische 4, oder? Mit so zwei Ja. Bällen da. Ja, das ist D. D. Also, ach Gott, ich müsste mir das eigentlich mal aufschreiben, aber aufschreiben ist viel Waschlappen. G, C, C, D. Also G, Doppel G, C, 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 D. G, C, C, D. Okay. G, C, C und dann D. Ja, das hört sich wie Null, ne? Oder wie eine Melodie zumindest. Also, das würde ich jetzt nicht fühlen. Wenn ich das höre, denke ich jetzt nicht sofort, oh, Hymne eines Landes, aber hört sich ja wie Jahrmarkt an oder so. Ja, wird es bei mir grün? Ja. Sehr schön. Gut, das wird bestimmt das Letzte sein. Das kann ich jetzt. Ja, das muss das Nächste sein hier. Das andere macht keinen Sinn. Jetzt muss ich wieder nachdenken. Das war G. Das ist C, das wird zu. Das war F. G. F. Das ist ein C. G, F, C, C. Okay. G, F, C, C. Ja, ist grün. Sehr Nee, schön. das ist nicht das Letzte. Das hier ist das Letzte. Weil das Erste hier ein Dings ist. Genau. Ida de Jongo kommt jetzt. Was hatte ich jetzt? GFCC, ne? Glaub schon. Das war ein G, das war ein F. GFCC hatte ich jetzt genau. Der 1 und der 3 werden getauscht. GFCC wird zu CFGC. CFGC. C, F, FGC. G,
17. Wird aber auch immer cooler. Ja. Trotzdem creepy Armakt, aber nett würde. Wenn ich mir das alles aufschreiben würde, wäre das hier so viel leichter. Wow. Aber das ist ja für Türe. Zumindest haben wir die richtige Reihenfolge. Jetzt muss ich dir nur auch fürs Letzte die richtigen Noten nennen. Hm, das wäre ganz gut. Hab ich das Symbol? Nee. Was ist denn das Symbol, was so ein... Wie soll ich denn das sagen? Das ist wie so ein rechter Winkel, wo zwei Wellen Dinge, da dran sind. Zwei Wellen, ja. Ja, das ist ein E. Nee. Also, das wird... Das ist ein E. Die zwei Worte hier zuletzt. F. Die drei Worte hier mit der 1 getauscht. Und die 1 war... E. Für mich jetzt ja, als würdest du so welche mathematischen Formeln gerade rechnen. Ja. Das müsste, ja, ne, das ist das wurde dahin getan. EFGA. E, F, G und A. Ja, ja. Refrain of Resistance. Ja, aber spielt keine Melodie, spielt nur der normale We Were Here Sound. Ja. Das war ein cooles Rätsel. Ah, jetzt spielt's. Jetzt hatte ich mal was zu tun. Ja. Hab ich dann auch mal ganz gern gemacht. Wobei, wenn wir irgendwann den Speedrun machen, dann für die Achievements sehen wir es ja nochmal, aber dann so das Let's Play aus der Sicht des anderen angucken. Hm, auf jeden Fall. Wer dann das alles so gesehen hat. Und ja, das ist mich auch voll, wie du das Rätsel da machen musstest und so. Da bin ich keine Ahnung. Das quietscht. Jetzt komme ich hier oben wieder raus. Okay. Jetzt könntest du sogar hochkommen, theoretisch, und dir das selbst angucken. Ah ja, okay. Ist jetzt die große Tür hier unten auf? Nee. Hat sich jetzt bei dir was verändert irgendwie? Ah doch, hier. Die Treppen sind hochgekommen. Das heißt, ich kann jetzt hier hin. Okay. Komm vielleicht nochmal weg. Ja, ich gehe dann mal weg. Ja, kannst du mir mal, dann komm mal runter und schick mich hoch. Jetzt bei dem Ding brauche ich eh deine Hilfe. Haha, that's what she said. Wo bist du runtergesprungen? Hier, du musst da wieder zu diesem einen Holz Bimsi Bumsi und dann kannst du wieder runterdroppen, wo du halt hochgeschickt wurdest. Ach so, einfach in den Aufzug runterdroppen. Ja, einfach in den Aufzug reinspringen, genau. Ich dachte, irgendwo hast du dich drüber gebackt oder so. Ja, kannst du mir hochschicken. Bin mal gespannt, wie sich das verändert hat. Bin da. Run, little boy, run. So. Ah, da hat sich das geöffnet, ja, mit den ganzen Gemälden. Genau, du hast hier die Fortsetzung gehabt, genau, das wurde zu F, richtig. Ja, und hier sind die Sachen. Okay. Und die lagen halt alle einfach rum, die Zettel, die musste ich dann ordnen. So. Ah, okay. Aha, ja, interessant, dass dann so 1 zu 3 wird. Dass du halt die Reihenfolge so finden, wie es Sinn macht. Aber du hast eigentlich nur eine Konstellation, von daher war das jetzt nicht so das große Ding. Ja, verstehe. Okay, läuft. Gut, dann drop it und rocket. Wartest du vor, hier was zu sehen? Ist das jetzt wieder zugeklappt hier mit den Noten quasi? Nö, die Noten siehst du ja hier auf der Seite. Ja, nee, ich meine hier, wo du die gespielt hast. Ja, so, ja, das ist wieder das zugeklappt. Genau. Ja. Gut, dann hier drehen wir mal am Rad. Ja, wir schauen uns an. Ja, okay. Now sing the souls that lived here before. Yet all
Batu, we fled through the door. Anyone like us, caught in the ice? Hark to our song. Reforge the device. When King betrayed us, we sought defiance. Okay. All of his subjects formed an alliance. We opened the door, but left two behind. Dann wird zerschossen mit dieser Laserkanone. For you left to find. To keep it secure, it's broken in three. Assemble the parts, and you shall be free. Into the graveyard, look for the glass. Cast in the foundry, base made from brass. And under our town, guarded by guilds, find the contraptions clockmaker builds. Once here assembled, let shine the light, for it shows the way out of this dark night. Okay, beide. Ja. Die drei Teile müssen wir jetzt organisieren und zusammen. Aber definitiv, wenn irgendein creepy Clown dir sagt, ja, das musst du machen, dann wirst du frei, auf jeden Fall. Das macht ja, das ist sehr... Können wir sehr vertrauen. Der Ach, hier ist garantiert nicht für seinen Zweck aus. Ach, hier übrigens, hier kannst du dir die Tasten sehen. Okay. Und hier ist dieser Text. Genau, du hast immer noch deinen Kopf. Ja, den brauche ich später noch. So, Big Boy Cannon. Ja, das Glas war auf dem Friedhof, so ein Messingsockel in der Schmiede und das, was der Uhrmacher gemacht hat, war in dem, was übrig bleibt. Ja, dann gehen wir mal nach draußen. Ja, mal gucken. Weiß. Okay. Mal ein bisschen Open World Kappa. Ja. Jetzt kommt erstmal so Red Dead Redemption 2 große Welt. Auf jeden Fall, oder Witcher 3. So, hier, ja. Da sehen wir die Burg. Aha. Ich sehe noch gar nichts, ich sehe nur Weiß. Oh, bei mir schießt du noch rum, ja, stimmt. Und? Lustigerweise beweg dich mal wieder. Bei mir bewegst du dich auch auf der Stelle, wenn du dich umschaust. Ja. Funny. Bei mir ist immer noch alles Weiß. Ist mein Spiel gecrashed? Ah, jetzt. Okay. Ja, weiß nicht, ob wir jetzt dann gleich zum Friedhof gehen oder ob wir uns das aussuchen können oder ob das automatisch passiert. Hm. Wir zumindest, so wie ich das sehe, gerade ist jetzt nur eine Einbahnstraße. Oh, okay. Naja. Ja. Können wir bitte nicht runterdroppen? Trouble finding the infestation, my liege. Ja, natürlich. Aber Silence, Serpent. This does not concern you. Does it not? Plus leuchtet jetzt auch you so know, rot. They escaped your keep. They are out there. König Kronos. Oh, release me, my lord. Set me free, and I will hunt them down. Bring them to your justice. So be it. Natürlich. You will bring them to me. Er lacht mechanisch. Gut. Ja, klingt nicht so gut. Ja, super. Ne, ist klar, dass er uns da halt rumlaufen lassen, damit er natürlich wieder freikommt. Laut Inventar habe ich den Kopf immer noch bei mir, aber ich schalte meine Hand auch so hoch, ja, auf die Slayer. Ja, nicer Bug. Ach, dieser scheiß Clown, ey.
genau. Ah, ich kann es aber im Inventar zumindest wieder hin und her switchen. Nice. Nautilus. Nautilus. Chapel und Rock. Rockberry. Rockberry. Gut. Ja, zumindest ist hier ein relativ netten Bereich zum Kunden, auch wenn natürlich da jetzt nicht viel zu interagieren drin ist. Ja, also ich glaube nicht, dass es hier auch nur irgendwas geben wird. Ja, wohin wollen wir? Gehen wir aber irgendwo jetzt hin? Das wird uns jetzt eigentlich wahrscheinlich egal. Ja. Wir können auch dahin oder wir können auch dahin. Lass es hier lang gehen. Okay, okay. Hier, Anker. Oh, Nautilus wird das denn sein. Jo. Ach, Achterbahn, yay. Geil. Ladezeiten sind toll. Ja. Wir sind aber an der gleichen Stelle. So. Dann schauen wir mal ein bisschen erleben, ne? Hier. Let's have the fun ride. So, hoch die Hände, Achterbahn. Wochenende. Natürlich. Moin. Ich muss aber noch mein imaginäres Item halten. Ja. Nee, du bist jetzt so psychisch gebrochen von dem Verlust des Schädels, dass du dir immer noch vorstellst, dass du ihn in der Hand hältst. Ja. So Coping Mechanism, so. Oder? Oh mein Gott. Ah! Hey. Alles sehr vertrauenserweckend. Okay. Sieht mir zu kompliziert aus, lass doch erst was anderes machen. Sunken Mines. Gesunken Mines. Schade, kann ich nicht zurücklaufen. Gut. Ja. Gut, dann sind wir jetzt bei den Sunken Minen. Ja. Was ist denn hier so? Hier geht wohin? Okay. Ah, das sind die Pläne, die in diesem einen, wo man die Köpfe aufsetzen musste. Das hier sind die Pläne, die da an der Wand hingen, bei dem Glasbläser und dem anderen. So, hier, ich kann ihm das abnehmen. Okay. So. Oh, guck mal, das ist ein alter Forscher oder hier. Ein Kollege von uns. Der ist dead. Maybe. Haha. Ha. Haha, haha. Tja, du sagst, wir sind besser als du. Haha. Oh, what the fuck, okay, jetzt hab ich den Helm nicht mehr. Ja, das ist ein bisschen klar. Wow. Kannst du die auch wieder klappen? Ja, hier, gib her. Interessant, du hast hier genau einen grünen Bereich, bevor du erstickst, und einen, also so grün zu rot. Ja. Genau, du kannst hier kommunizieren mit dem Helm. Genau, also das. Wie ging das noch mit dem Talken? Genau, hier, ich kann hier auch rein talken, theoretisch. Da wird irgendeine Kuppel runtergelassen, aber nicht zu weit, weil da unten böse Hentai-Monster sind. Ach du Scheiße. Kann ich bitte nicht die Hentai-Monster? Und ich fühle mich so ein bisschen wie Darth Vader. Bist du mein Vater? Ja. Definitiv. So. Mhm. Wir haben hier maximal eine Person, die muss einen Helm tragen. Ja. Ja, willst du darunter oder? Okay, ich glaube, die Entscheidung wurde dir abgegeben. Nein. Okay, Rip. Auch zum Hentai-Monster. Oh, ich kann ja an dem Helm ziehen. Hm. Nein, bitte nicht. Passiert nichts. Okay. Oh, ich seh dich. Haha. Tschüss. Das war ein Fehler, scheiße. Okay, Zum Tentakel-Hentai-Monster mit dir. Oh, jetzt ist sie aufgegangen, ich kann jetzt hier langlaufen. Toll.
So, ich habe dich geopfert und jetzt ist ein Weg für mich aufgebaut. Super, ich freue mich. So, ich bin jetzt unter Wasser. So, ich kann hier an einem Haar. Oh, ich sehe dich. Ich kann aber drehen. Ah, ja, moin. Dir geht's sicher, ja, super. Ich habe hier irgendein Symbol. Ich habe hier ganz viele Symbole und viele Rohre. Okay. Hier ist ein Plan. Mehrere Pläne. Hier sind viele Pläne. Mit Symbolen drauf. Okay. Ich glaube, ich habe jetzt wieder den Denkport. Wollen wir nochmal tauschen? Ah, hier, ich kann mir Sauerstoff nochmal holen an solchen Rohren, oder? Oder? Hallo? Ich kann hier was drehen. Okay. Kannst du mir irgendwie Sauerstoff geben oder so in einem Rohr? Bei mir geht jetzt schon in den roten Bereich bei mir. Nicht. Ich weiß nicht. Kannst du nirgendwo irgendwas. Hier ganz am Anfang, am Start, hier kommen Sauerstoffbläschen hoch. Ich weiß nicht, ob dir das was bringt. Ich kann mich nur hier in ein Rohr stellen, aber damit interagieren, aber ich krieg keinen Sauerstoff, obwohl ich mich dann. Guck mal hier ganz zum Anfang zurück. Hier kommen so Bläschen aus dem Rohr raus. Vielleicht hilft das dir ja. Okay. Ah, da. Ja, das brauche ich, glaube ich. Ja. Gib mir den Sauerstoff. Oh Gott, ja. Alter, ich war kurz vorm Verrecken. Gut. Okay, ich muss quasi erstmal rausfinden, was ich machen muss. Ich kann hier so ein paar Röhren drehen. Ich habe hier so ein paar Symbole und ein paar Pläne. Aber. Ich konnte hier halt irgendeine Tür aufmachen, mehr aber auch nicht. Ich habe ja auch viele Türen, die sind aber zu. Hier sind Rohre, mit denen ich da gehen kann, wo kein Sauerstoff rauskommt. Wahrscheinlich musst du die Rohre so verlegen, dass ich da auch in späteren Teilen noch Sauerstoff bekomme und ich verrecke. Sicherheit. Was sagen mir die Pläne? Was ich. Hier ist auch noch. Wie viele Pläne gibt's denn hier? Hier von bei diesen ganzen Symbolen. Ich habe hier zwei Rohre, die ich drehen kann und sonst nichts. Ah ne, hier kann ich auch noch. Ich muss es so drehen, dass dann das Sauerstoff zu mir kommt. Ich weiß das nicht. Na gut, dann solange es halt nachdenkt, gönne ich mir hier eine Stange Sauerstoff. Das kann noch lange dauern, wenn ich das hier so sehe. Geil. Ich gerade echt so ein bisschen nicht weiß, was mir die Pläne sagen. Ob die in der richtigen Reihenfolge sind. Das hier, das würde so ein bisschen Sinn machen. Und das hier runter, was dann hier ankommt. Aber das Symbol ist für, das steht für Sauerstoff. Das ist klar. Muss jetzt dem Grün, müssen wir da hin. Oh, lass mal tauschen, Kuppa. Wow. Hast du jetzt zum Beispiel so auch Symbole wie so ein Wurfspeer und einen Anker und so? Ich habe einen Anker, ich habe irgendein komisches Tier, ich habe eine Qualle, ich habe verschiedene Türen, ich habe hier ein Tier mit Totenkopf. Hier nochmal, hier habe ich ein Steuerrad, das sind die Symbole auf den Karten. Und die Symbole bei den Rohren. Wieso sage ich Rohren die ganze Zeit? Bei den Röhren, die sind nochmal ganz anders. Ich konnte halt nur so
Ich glaube, da, wo ich am Rad gedreht habe, um Sauerstoff von mir rauszuholen, war so dieser Wurfspeermäßige. Und ich konnte halt irgendwo später, bin ich halt irgendwo weiter hinten gerannt und habe da einen Anker. Da habe ich so einen Hahn gedreht bei dem Anker-Symbol. Mehr aber nicht. Ein Wurfspeer habe ich hier nicht. Oder überhaupt irgendeinen Speer? Oder so, das, was man halt benutzt, um irgendwie so Wale zu jagen oder so, mit so einem Seil hinten dran und dann wirfst du das und bringst da Tiere runter. Nee. Das ist das Symbol hier. Ja, gut, aber so gesehen, wenn du noch ein bisschen brauchst, dann können wir diese Stelle hier. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich gerade ein bisschen echt auf dem Schlauch stehe. Zu diesem Port wird da vermutlich nichts Vernünftiges mehr rauskommen. Gut, dann würde ich sagen, wir haben 50 Minuten recht und beenden an dieser Stelle den Part. Genau, vielleicht bin ich im nächsten Port ein bisschen schlauer wie ihr. Sehen uns. Bis dann. Ciao.